Moin Werder-Fans, hinter mir, da sieht man einen der vier Flutlichtmasten des Weserstadions und es war heute tatsächlich so, wie es so oft ist, wenn diese Lichter angehen. Es liegt etwas Magie in der Luft und das war heute ohne Frage so. Es war ein magischer Abend, es war ein ganz besonderes Spiel, es war schon vorm Spiel eine ganz besondere Atmosphäre, als die Mannschaft hier ankam am Stadion, haben tausende Fans auf den Bus gewartet, haben die Mannschaft gefeiert, haben den Bayern verbal schon mal die Lederhosen ausgezogen. Schon da war die Stimmung großartig, im Stadion hat sich das während des Spiels dann genauso fortgesetzt. Es war also wirklich eine ganz besondere, eine knisternde Atmosphäre. Man hat gemerkt, es war ein besonderes Spiel, es war ein Halbfinale. Und es war dann ja auch so, dass Werder 0-2 hinten gelegen hat. Kaum jemand hat noch daran geglaubt, dass die Mannschaft noch eine Chance hat. Auch ich hätte nichts mehr auf Werder gesetzt, muss ich zugeben. Aber dann sind sie innerhalb von knapp einer Minute tatsächlich zurückgekommen. Zwei Tore geschossen, das 2-2 gemacht, das war wirklich auch eine Wahnsinnsleistung und plötzlich haben alle wieder dran geglaubt, dass es vielleicht doch noch reicht mit dem Einzug ins Finale, mit der Fahrt nach Berlin. Es hat dann nicht geklappt am Ende. Ich finde, für dieses besondere Spiel, für diesen besonderen Abend, finde ich es etwas unwürdig, dass es dann durch so einen umstrittenen Elfmeter entschieden wurde, dieses Spiel. Natürlich war es keine krasse Fehlentscheidung, nicht vergleichbar mit der Schwalbe von Vidal beim letzten Halbfinale zwischen Bayern und Werder. Die wurde heute auch oft angeführt. Das war natürlich eine ganz andere Situation. Es war ein Kontakt da zwischen Theo Gebrselassie und Kingsley Coman in der Szene, aber auf keinen Fall muss man da Elfmeter pfeifen. Und gerade so, wie das Spiel gelaufen ist und in so einer engen Schlussphase bei so einem leichten Kontakt dann auf den Punkt zu zeigen. Für mich schon eine Fehlentscheidung und irgendwie dann auch bitter, dass das Spiel so entschieden wurde. Die Enttäuschung war groß. Wir haben mit Maxi Eggestein eben gesprochen, mit Kevin Möwald. Die konnten sich noch nicht wirklich freuen über diese starke Leistung, die sie gezeigt hatten, sondern waren einfach erstmal nur enttäuscht. Florian Kohfeldt hat dann schon ein bisschen weiter vorausgeblickt, das Spiel ein bisschen mehr eingeordnet und gesagt, die Mannschaft kann heute unglaublich stolz sein und er wird dieses Spiel ja auch noch öfter vor Augen führen und auf lange Sicht wird es eher nützen. Auf kurze Sicht könnte es eher schaden, weil natürlich die Kraft heute sehr beansprucht wurde. Und jetzt geht es am Samstag schon weiter in Düsseldorf. Max Kruse könnte ausfallen, hat heute unter Schmerzen gespielt. Philipp Bargfrede war heute nicht dabei, wird auch Samstag fehlen. Also es wird eine Energieleistung nötig sein. Es geht in der Bundesliga noch um einen Platz in der Europa League. Der ist möglich. Jetzt durch das Pokalfinale Bayern gegen Leipzig wird wahrscheinlich der 7. Platz reichen. Und der ist für Werder auf jeden Fall noch drin. 2 Punkte sind es. Also heißt es, das Positive aus dem Spiel heute ziehen. Es war ein toller Abend, die Fans waren großartig, die Mannschaft hat stark gespielt. Vor allen Dingen diese Aufholjagd zum 2-2 war extrem beeindruckend. Das sollten die Bremer mitnehmen und dann gestärkt in die kommenden letzten Wochen der Saison gehen. Wir werden natürlich für euch dranbleiben und mal gucken, ob es am Ende reicht für die Europa League. Bis